Hallo und herzlich willkommen zu den heutigen Weekly News. Wir haben heute Outlast, Daisy Standalone, Patch Notes und GTA 5 Publisher Take-Two äußert sich zu einer möglichen PC-Version von GTA 5. All das nach dem Intro. Ja, fangen wir an mit Outlast. Das ist ja ein Horrorspiel mit einer richtig geilen Atmosphäre. Und ja, da hat jetzt der Entwickler Red Barrel Games erzählt, dass sie gerne oder sehr, sehr gerne sogar einen Nachfolger von Outlast machen würden, also Outlast 2. Aber erstmal wollen sie das DLC für den ersten Teil fertigstellen, der dann halt die Vorgeschichte des Originals erzählen soll. Und ja, dann würde definitiv ein Outlast 2 in Frage kommen. Und ja, aber der Entwickler will sich halt erstmal auf das DLC konzentrieren und danach über einen möglichen Nachfolger nachdenken. Aber die Chancen stehen sehr gut. Ja, kommen wir wieder zu DayZ. Ja, die Patch Notes von dem neuen Patch namens 0.33.114926. Ja, da wurden wieder viele neue Sachen reingepatcht und ich werde euch jetzt nicht alle erzählen, nur so die, die ich so ganz cool finde. Die Patch Notes ausnahmsweise poste ich jetzt mal einen Link in der Beschreibung, wo ihr die auf GameStar.de lesen könnt. Ja, zum einen wurden halt viele Bugs behoben, wie eigentlich immer. Und was jetzt neu ist, sind zum Beispiel, dass ein neuer Login Timer läuft, das bedeutet, wenn man also um diese Serverhopper aufzuhalten. Das heißt, man muss halt warten, wenn man zum Beispiel den Server wechselt, weil das ist jetzt ein bisschen verzögert worden, damit halt die Serverhopper nicht unbedingt sofort auf einen anderen Server switchen können. Oder wenn man sich ausloggt, ist der Charakter noch für 3 Sekunden auf dem Boden, also setzt sich hin. Ja, das heißt, man muss halt sich irgendwo ausloggen, wo es sicher ist, sonst kann es halt passieren, dass der Charakter abgeballert wird, auch wenn man nicht im Spiel ist. Also 3 Sekunden hat man dafür Zeit. Finde ich sehr cool. Macht für Serverhopper dann relativ schwer. Und dann wurde noch eine SKS-Rifle hinzugefügt. Dazu auch noch ein passender Speedloader und ein Bajonett. Machete wurde auch eingeführt. Und in den Polizeistationen spawnen jetzt auch Loot-Sachen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was sie mit Polizeistationen meinen. Sind das vielleicht die Schulen, die wie viele Schulen oder Bürogebäude halten? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Sag doch mal, was die Polizeigebäude sein könnten. Ich weiß es gerade echt nicht. Ich weiß nicht, es ist gerade sehr spät, wir haben 4 Uhr nachts, aber vielleicht fällt es mir auch nicht ein, aber schreibt doch mal in die Kommentare, was sind die Polizeistationen? Sind das vielleicht die Büros? Naja, gut. Ja, das waren jedenfalls so die Änderungen, die mir so ins Auge gestochen sind und ja, jedenfalls eine riesenlange Liste auch von Fixes und ja, gut. Schaut euch die Liste einfach mal selber an, wenn ihr interessiert seid. Link ist in der Beschreibung. Ja, kommen wir zu GTA 5. Und zwar haben in der letzten Zeit wieder viele, viele Gerüchte darauf hingedeutet, dass vielleicht die, dass vielleicht GTA 5 für den PC rausgebracht werden könnte. Und Take-Two hat sich dazu jetzt geäußert. Und zwar ging es halt um die Veröffentlichung auf anderen Plattformen außer PS3 und Xbox. Ja, und da meinte Take-Two halt, ich zitiere: "Wenn dort auch unsere Kunden sind, dann werden wir es auf diesen Plattformen definitiv veröffentlichen. Aber wir würden die Kunden dort nicht hintreiben wollen. Wir würden nur dann da sein, wenn sie auch schon da sind." Also, das bedeutet, wenn genug Nachfrage besteht, dann hauen die das auch für den PC raus. Ich finde, mittlerweile könnte man auf den Gedanken kommen, so als Entwickler, dass genug Nachfrage besteht. Ich meine, die Petition hat alleine jetzt schon 660.000 Unterstützer sammeln können. Na gut, 660.000 ist jetzt vielleicht auch gar nicht mal so viel, wenn man so überlegt. Aber naja, also, ich finde es schon mal schön, eine Reaktion vom Publisher zu haben. Ich denke mal immer noch, ich halte es für eine große Promo-Aktion. Ich denke, die würden niemals schreiben, ja, wir wissen es noch nicht, ob da genug Nachfrage besteht, wenn schon eine Petition mit 660.000 Unterstützer da ist. Und naja, mal sehen, was die Zeit gibt. Aber ich denke mal, GTA 5 wird definitiv rauskommen für den PC, ist jetzt meine Einschätzung. Und ja, so viel zu den News. Schreibt eure Meinung in die Kommentare zu allem, was ihr habt. Wenn ich irgendwas vergessen habe, wenn ich irgendwas Wichtiges von den Standalone Patchnotes vergessen habt, schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch selber nachlesen. Und ja, eure Meinung zu GTA 5 und so weiter gerne in die Comments. Und ja, ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like freuen, wenn ihr das Video mit euren Freunden auf Facebook oder anderen Plattformen teilt oder wenn ihr meinen Hashtag DaisyStandalone, Hashtag GTA 5 oder Hashtag Outlast in den Kommentaren hinterlasst, um die Relevanz auf YouTube für dieses Video zu steigern. Das würde auf jeden Fall sehr helfen. Dann würde ich sagen, haut rein, lasst knacken und bis dahin. Ciao.